Hallo. Läuft ja bei Irgendein euch. Problem. Ich glaube, da Was? fehlt ein Rad, ja? Ja, ist nicht ganz so super gelaufen. Okay. Er hat gesoffen. Aber lässt sich da deinerseits was machen vielleicht? Also Ja, hast du klar. möglicherweise die Natürlich. so eine Ingenieursausbildung, Ja. beziehungsweise als gelernter Kfz-Mechatroniker, Ja. lässt sich das bestimmt erledigen. Klar. Aber wenn man was gut kann, sollte man das nicht kostenlos machen. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich irgendwo Kleingeld hab. Ja, das sieht gerade relativ schlecht aus. Warte, ich guck mal in deiner Unterhose, da ist immer Geld drin. Toll. Wo wollt ihr denn hin? Oh ja. 50 Cent in deinem Arsch. Schön. Wo wollt ihr denn hin? Ja, ne, also für 50 Cent. Ansonsten werden wir jetzt Okay, wohl okay. mit drei Reifen weiterfahren müssen. Ich meine, Reisen ja auch genug, man braucht ja keine vier. Ja, Zwei okay. Wir Rad reicht machen ja das auch irgendwie. so. Wir könnten Ich auch Klebeband gebe benutzen, euch um ein Rad zu Repair Kit, reparieren. Hast du was wenn dabei? ich einen Panzertape? Blowjob bekomme. Oh, Da hinter Panzertape der hätte ich. Mauer. Warte, ich nehme mal eine Panzertape-Rolle und ich probiere mal die Panzertape-Rolle, um das Reifen zu benutzen. Vielleicht geht Oh, das ja. also kriege ich keinen Blowjob. Ja, warte, jetzt noch die Panzerrolle darum und das darum. Ah, verdammt. Sag mal, das geht ja aber so nicht. Und wohin fahren wir? Guten Herrn, Kollege. Jungs, wohin fahren wir? Hallo? Hallo. Wir wissen es noch nicht. Wohin Hey, fahren steig wir aus, denn? Kollege. Was denn? Hallo? Ja. Es ist auf jeden Fall ein Reifenschaden. Ich habe es gerade getestet. Der Motor funktioniert. Es ist ein Reifenschaden. Ja, Mit das schon. Das habe ich irgendwelchen ja auch schon Bogies. gemerkt, als ich da hier Den den witzigen Schlammer. Gegenstand, der hier Ja. mal war, getestet habe, ob der Ja. stabil ist. Es sah so aus, als würdest du gerade das Auto reparieren. Wieso hast du es nicht zu Ende repariert? Ich hab's ja nicht repariert, ich habe geguckt, ob das Panzertape herum wollte, aber irgendwie hat das dann geruckelt und naja, geklemmt. Ach so, Me also hat es meinst du, ich jetzt soll es nicht zum Hauptproblem? funktioniert. Okay, wir machen das so. Nee, Ich sag mal repariere dir nicht. dein Auto, wenn du mir einen Blowjob gibst. Die Diskussion hatten wir gerade schon. Ja, und? Das wird nicht gut. Ja, dann seht zu, Ich wie glaube, wir ihr haben keinen Deal. wegkommt, ohne mein Repair-Kit. Ja, das werden wir wohl müssen irgendwie. Wohin fahren wir denn? Herr Nebelchen? ALD, wofür steht ALD? Steht das für Alemda? Sekunde mal. Nee, Bitte? ich möchte jetzt eine Antwort bekommen. Wofür steht das ALD? Steht das für Ja, Alemda? ich. Ja, wieso? Ja, okay. Wohin fahren wir? Wieso fragst du nicht? Ich war jetzt längere Zeit Ja, schon nicht mehr klar. auf der Wo, N30. wohin Ich fahren war nämlich wir? im Urlaub. Wohin fahren wir denn? Ich war längere Zeit im Urlaub. Ja, ich weiß, aber wohin fahren wir jetzt? Ich verstehe dich gerade nicht. Ja, ist gerade viel los hier. Pass auf. Wohin fahren wir denn? Herr Nebelchen? Herr Nebelchen, wohin fahren wir denn? Ja, wir sollten mal vielleicht einen Roadtrip machen. Wohin? Wir noch vielleicht in die Schweizer Alpen oder so? Schweizer Alpen, wo sollen die denn sein? Bei Kavala? Ja, die sind nördlich von Kavala, also ein bisschen weiter im Norden. Chris? Der Channel 7 News Tower. Sind das die Hast du noch Alpen dieses Video Tower? von DJ Caddy? Oh ne, ich glaube nicht. Muss ja, Wenn aber ich da das kann ich. bei YouTube eingebe, kommt nichts. Also nichts, was mit dem Bild. Hallo!
Ein bisschen vorsichtiger hier! Hallo! Ja, einfach mal Caddy eingeben. Ne, da kommt das Drecksauto. Ja, gut. Odin! Odin, mein Freund! Odin, altes Haus! Hey, Odin! Nein, Odin ist mein Freund. Odin, mein Guter. Nein, das ist mein Guter. Bitches. Odin ist mein Guter. Nein. Ruf mal bei BND an. Nein. Ich sollte mich vielleicht BND nicht mit Abitur ja, die mehr Waffen in der Hand. Ja, das wäre nicht so schlau. Boah, wieso redet schon die ganze Zeit? Was willst du denn von mir, Herrgott, nochmal? Ich rede mit Ingame so viel wie ich will, okay? Aber ich kann mich auch muten. Ja, wie es aussieht, will Odin nichts mit dir zu tun haben. Aber mit dir auch nicht. Ja, okay, wie soll ich da rauskommen? Was ist Chris? Der Herr vom SEK hat einen Herrn von meinem Clan festhalten wollen nach einem Raub an der Tankstelle. Das kam ihm dann wohl nicht so gut. Und dann sind die ein bisschen mad, glaube ich. Ja, das dann war da direkt Tschüss. Oh, wie oft ich schon gestorben bin, weil... Situation eröffnet. Feuer frei, Jungs, Feuer frei. Alle, die im SUV sind, Feuer frei. Versteck dich. Komm unter das Auto. Okay. Und das Auto. Es geht nicht, ich bin zu fett, ich kann nicht unter das Auto. Komm, das Mimimi hier rum hier. Oh, oh, da wurde jemand festgenommen. Oh. Officer. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Bleib so liegen, okay. Ich hab nicht das hier wieder Internet haben. Das machst du gut, ja. Ich hab eine Idee. Okay. Ja. Also, du hast mich noch angepunkt und dann hab ich geguckt, dann warst du weg. Ja. Was, ich hör dich nicht mehr, du bist ziemlich leise. Ich steig mal mit ein. Dann, okay, also in dem ganzen Ort, wo ich herkomme, in der Stadt gegen gestern was? War also, das spricht doch nicht im Internet mehr. Wir werden jetzt erstmal zusehen, dass wir hier wegkommen, aus dieser Kampfzone. Auch in der Umgebung nicht. Das schaffen wir. Okay. Wir müssen nur ganz fest an uns glauben. Das schaffen wir, Jungs. Bei DJ Caddy finde ich nichts. Ihr Loser da unten! Das schaffen wir, Jungs, das schaffen wir. Wir sind einfach inkognito. Ich meine, guck dir erstmal an, unser Wagen fällt gar nicht auf. Und der Heli da, der... Oh, shit! Inkognito, verstehst du das? Oh, shit. Oh. Du hast eine Waffe dabei, ne? Ich hab eine Waffe dabei. Ich hab aber auch keine Lizenz mehr. Also, fahr weg, shit. Schnell, fahr weg! Oh Gott, fahr weg! Oh, oh. Nein, du sollst wegfahren! Moment, oh, oh. Warte, ich werd was verhandeln. Oh. Okay, ich bleib einfach im Auto sitzen. Ich gehöre nicht dazu. Ey, ich hab das irgendwann mal sonst bekommen. Wunderschön, guten Tag. Mitgenommen. Reparier mal das Auto, Mann! Ja, warte mal, kurz schauen hier. Ja, das geht natürlich. Hallo! Du sollst das Auto reparieren, Mann! Weil du es bist. Danke. Gerade Alarm installiert. Also, ich hab's schon. Chris kriegt es nicht hin. Chris ist mad, der macht den gebacken. Oh, das war ein Doppelter gewaffelt. Zwei Sachen kombiniert, ey. Hallo. Oh Mann. Die haben das Auto kaputt gefahren. Und ich sollte es reparieren, aber die konnten mich nicht bezahlen. Da habe ich gesagt, ne, genau, gibt's das nicht. Das habe ich letztens bei Jackass gesehen, da haben die Panzerhelden aber das Grundlauf Chris, bist du der Bruder von Watzlaff? Ja. Deswegen bist du so eine Mad Wolf. Ich sehe hier relativ wenig. Hate mir jetzt nicht so rum, nur weil du vorhin verreckt bist. Da wäre ich aber auch mad, wenn ich der Bruder von Watzlaff wäre. Ihr Auto raucht auch. Stau, ja, es ist ja auch kaputt, wie man sieht. Da hat so ein Irrer mit so einer Granate rumgeworfen. Ich weiß auch nicht, von wo das kam. Was? Sag doch nicht, dass Elrond ein Irrer ist. Das kannst du dir nicht leisten, ganz im Ernst. Doch, aber wir waren irgendwie mal, keine Ahnung, haben wir mal so geguckt, was jeder so mal in der Bibliothek hat, was wir mal spielen können. Und der Fodelt hat ja nun fast jeder. Okay. Wie gesagt, das war mal ein ganzes Wochenende, der hat einfach kostenlos zum Runterladen. Der einfach für jede Reparatur Geld verlangt und ich repariere einfach mal so ihr Fahrzeug. Ja! Was erwartet sich gestern? Von nichts kommt nichts, Elrond, von nichts kommt nichts. Ich hab's gehört. Ich bin nie wieder CSGO.
Und gestern haben wir mit einem Sturmwärter gespielt. Doch mal ein Alter, Falter. Boah, da ist der Samira heil entgegen. Echt? What the fuck, ey. Ja, der ist dann nochmal Rage-Quit, nachdem wir ihn gehatet haben. Der wohnt nein. Nicht für eine arme Reparatur gleich Geld verlangen. Natürlich. Also wenn sie mal jemanden, kleiner Tipp, wenn sie mal jemanden so gefangen nehmen wollen, der Herr Snow ist ein hervorragendes Opfer, der hat ganz viel Geld. Nein. Wissen Sie, was das Problem ist? Haben Sie nicht von mir, ich habe gerade nichts gesagt. An Herrn Elrond, als wir gerade im Auto saßen, da hat er mir eine Waffe gezeigt. Nein, ist doch gar nicht wahr. Ja, ich habe sie auch gesehen. Okay, ich gebe es zu. Gewaltig. Die sah ganz schön illegal aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein. Nein. Ja, so ein langer Schwanz gehört verboten. Das ist nicht richtig? Also meine Herren, solche Anspielungen bitte ich zu hinterlassen. Der Elrond weiß, worauf wir hinaus wollen. Wir können viel bieten, Elrond. Steig mal mit ins Auto ein. Wir haben viel zu jeder Zeit. Meine Hautfarbe sagt ja eigentlich... Nee, meine Herren, also ich bin nicht vom anderen Ufer, falls Sie darauf anspielen. Ne? Aber, Herr Elrond, ich glaube, Sie haben auch viel zu bieten, wenn ich mir das so angucke. Oh ja, Also nicht umsonst bin ich, Sie sehen es ja selbst. Ja. Ich sag nur so, wer lang hat, kann lang hängen lassen. Das war in meiner früheren Zeit, meine Herren. Elrond? Ja? Da sucht jemand Aufmerksamkeit. Aber der Herr Ehren, der ist auch, der hat auch einen großen, der sollte wohl eher Ehrenktion heißen hier. Ja, meine Herren, ich muss ganz kurz warten. Meine Herren, wir müssen weiter zum Atira HQ, wir haben da irgendeinen Mörder oder so. Oh, das ist traurig. Ich habe die Zeit sehr mit Ihnen genossen. Ja. Klingt nach Schnee. Schönen Helikopter haben Sie hier. Wohin rennt denn der Herr Ehren? Der rennt einfach weg. Oder sieht das nur bei mir so aus, als würde er da hinten wegrennen? Der ist ja schneller als Bolt, der Asian Bolt. Nee, der rennt. Ja, der. Herrn Elrond, Herrn Chief Officer. Geben Sie mir eine Waffe und ich wette um eine halbe Million, dass ich ihn mit einem Schuss töten würde. Oh. Klingt sehr verdächtig nach irgendwelchen illegalen Drogen, die Ihr Zielfähigkeitsvermögen stark erhöhen. Ja, nein. Ja, nein. Ich bin in einem Schützenbund. Nein. Die ganzen Schützenvereine, die können auch eh nur saufen, dreimal im Jahr, ganz im Ernst. Glaub mir, ich bin auch in so einem. Das Einzige, was wir können, ist gut heben. Ja, das ist Ansichtssache, ne? Also nee. Manche nennen es Saufen, manche nennen es Schießen. Nee, Schießen und Saufen sind zwei verschiedene Sachen. Das eine trinkst du, das andere schießt du. Oh. Nee, würde ich nicht mehr unbedingt. Da kommt ein Orca. Gucken Sie mal, da. Dieser fliegende Orca. Mann, ey, ich sehe jetzt schon wieder Dinge heute. Oh, es ist einer vom Kartell. Alter. Geht in Deckung! In Deckung! Voll Stress. Ja, ich habe gehört, die haben jetzt eine Base mit Blutgeld gebaut. Unten bei Manfreds Kitchen. Alles Geld aus Überfällen, habe ich gehört. Ich glaube, die sind so reich. Oh Mann, ey. Ja. Ja, aber Herr Snow, ich glaube doch, mit ihrem Vermögen können Sie die Base doch einfach aufkaufen. Was? Welches Vermögen? Ich muss Geld für Reparaturen nehmen. Also so reich kann ich gar nicht sein. Da habe ich was anderes gehört. Weiß ich nicht, ich habe ja gehört, dass das Finanzamt sogar schon mal Inspektionen ihre Finanzen und ihre Häuser eingeleitet hat. Und? Was ist daraus geworden? Ja, dubiose Dinge vor sich gehen. Dubiose? Weiß ich nicht. Ich hab da keine offizielle Akte. Ach so. Nee, ich kann Ihnen versichern, das ist hart erarbeitetes Geld. Chief Elrond? Ja. Sagen Sie mal, ist das eigentlich Zufall, dass Sie mit Ihrem Helikopter hier direkt neben den Drogendealer gelandet sind? Nein. Da sehe ich da einen gewissen Zusammenhang. Natürlich. Willi der Drogenhändler. Ich weiß ja nicht, ob Sie schon wussten, aber der Herr ist ja nicht nur Drogendealer, sondern auch Spitze für die Polizei. Das wusste ich. Das stimmt ja nicht, sonst hätte er mich schon längst was? Was?
Also ich weiß davon nichts. Herr Elrond, vielleicht sollten Sie sich nochmal mit den Herrn, wie heißt der nochmal? Andy? Willi? Ich konnte mir den Namen so schlecht merken, unterhalten. Thorsten. Thorsten. Nennen wir ihn Thorsten, ab jetzt ist es Thorsten. Okay, Thorsten. Also ich weiß, der Thorsten hat mich schon einmal verpfiffen. Das war zu meiner Anfangszeit hier auf Altes. Ist mir teuer zu Echt? Also stehen ich habe ja gekommen. noch nie Drogen konsumiert. Naja, konsumiert und verkaufen ist ja was anderes. Ja, hier Sachen geworfen. Da liegen bunte komische Dinger. Oh. Das ist der Lustnebel. Er ist rot. Rot wie die Liebe. Wollen wir mal da hingehen? Nebelchen? Nebelchen, der Nebel passt zu dir. Lass uns mal da hingehen. Wohin? Wohin? Zum roten Nebel der Liebe. Der Lust. Der Wollust. Ja, aber ich fahr da mit dem Auto hin. Okay. Ich habe ja jetzt ein Auto bekommen. Viel Spaß mit dem Nebel. Danke. Adieu. Wiederschauen, meine Herren. Ey, wir wollten noch zum Nebel fahren. Ja, wenn du willst, zeige ich dir mal meinen Nebel. Ja, will ich. Ja, ich will. Oh, ich hab Button Lag. Oh ja, ich merk's. Gleich crashen wir. Im Himmel. Okay. Jetzt geht's wieder. Ja, okay. Im Himmel. Jeder, der einen kostenlosen Werkzeugkasten haben will, drückt einmal auf I. Warte, oh, Federung, die Arme. Ich war mal so nett und hab euch mal einen Werkzeugkasten gegeben. Klar. Ja, wir müssen mal kurz gucken, was wir die von FGP verteilen kostenlose Werkzeugkästen an obdachlose Mitbürger von Altes. Wird schwindelig, ich muss gleich kotzen. Kannst du mal bitte aufhören in der Gegend zu fahren? Den Kreis meine ich. Willst du mal gucken, ob die Karre offen ist? Ja, nein, da fährt ihr kein weg. Standbild? Nein, nein, ich steig nicht aus, dann fahrt ihr ohne mich weg und dann stehe ich da, wie so ein behinderter Mango. So, dann hast du doch ein Auto. Nee. Ja, aber wenn es zu ist, dann nicht. Hast du doch ein Auto. Ich habe keine Lockpicks dabei. Fragen wir nach. Ja, okay, frag mal nach. Die freundlichen Terroristen können dich ja immer noch. Klopf mal an. Klopf mal an den Orke an. Fahr mal gegen, guck was passiert. Bestimmt viel Gutes. Ja, bestimmt. Na schön. Hallo. Hallo. Patti. Hallo. Hallo. Hallo Patti. Hallo. Wieso ziehst du einen Offroader hinter dir her? Unter dir her? Weil ich ihn wohin transportieren möchte. Wohin? Was ist da drin? Wie viele Drogen sind da drin? So, umgerechnet Gramm. Gar nichts. Und in Dollar? Geht euch auch nichts an, gehört. Gar nichts. Was? Also, der Lucerus hier ist ein Alkoholkranker. Der Kirashi hier, der ist drogenabhängig. Und der Nebelchen, der ist einfach alles. Und naja, wir wollen halt den Inhalt von deinem Auto erfragen. Da ist nichts drin. Und das sollen wir dir glauben? Ich hab noch gerade aus meiner Garage rausgeholt, Dude, also. Das glaube ich dir nicht. Gib mir den Schlüssel, ich guck selber nach. Kriegst du Scheiß, Junge. Alter, Nebelchen. Lässt du zu, dass er so mit mir redet? Was hatte ich denn los mit dir? Ja. Alter. Hätte mal was von den Gruppen im Auto, sind wir jetzt um einiges ruhiger. Also wir haben dir nichts getan. Ich weiß gar nicht, was die aggressive Haltung hier soll. War echt, ey. Wir sind hier total freundlich mit ihnen am unterhalten und die kommen uns so um die Ecke. Pff, also ich weiß auch nicht. Find ich jetzt nicht gut. Der eine ist schon weggelaufen und heult hinterm Busch. Hast du gut gemacht, Panti. Danke. Echt, jetzt muss ich ihn trösten gehen. Bitte. Kein Problem.
Nein, weg. Nein, du willst es doch auch. Komm her. Komm her. Nein. Du willst es auch. Komm her. Kannst du den, John, den John zufällig erschießen? Ich mach mit bei dem Dreier. Ja, ich muss das tanken. Nein, schieß ihn doch bitte an. Ja, nicht weglaufen. Das habe ich jetzt nicht gehört, Nebelchen. Das könnte unsere Freundschaft gefährden, was ich hier zu hören bekomme. Hey, wie geht's denn so heute? Ja, ja, ganz gut. Weißt du, ich lege dir einen Werkzeugkasten in das Auto und du hintergehst mich, indem du mich erschießen egal, lassen willst. Werkzeugkasten kostenloser. Ja. Dich hintergehen, sowas würden wir niemals tun. Ich weiß gar nicht. Hast du ihn jetzt einen überbraten mit der Waffe? Nein. Ich weiß nicht. Oh shit, du hast Ingame eingelassen, du Depp. Nein. Ach, verdammt. Schon wieder. Ich hab gar keine Waffen, oder? Ihr wollt mich jetzt nicht mobben, oder? Ich dachte, wir wären Bros, ich dachte, wir wären also Kollegen. Ich bin dafür, dass Ashi ihm jetzt einen Heller gibt. Warte, ich hab's wieder in-game angehört. Oh. Leute, kommt mal mit. Jungs, lass mich nicht alleine, bitte nicht. Komm, kommt schon, Jungs. Ihr seid die einzigen Freunde, die ich hier habe. Ach, komm schon, das könnt ihr mir nicht antun. Ihr seid so grausam. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine gute Idee, mit einer Waffe eine überzuspaten. Oh shit. Ja, Kollege, was machen wir mit dir? Meine Freunde wollen dich nicht dabei haben. Ja. Okay. Ich merke schon, wenn ich nicht erwünscht bin. Ist schon in Ordnung. Ich gehe einfach zurück nach Kavala. Laufen? Du bist aber ein strammer Burt. Nee, ich sagte, ich gehe. Du schneller gehen, dann kannst du das bauen. Was eine Courage. Nein! Nein, ihr Verräter! Verrat wird nicht geduldet. Ja, sag mal, was soll das hier? Was? Yay, 10 Punkte für Gryffindor. Hallo, so sieht man sich wieder. Na, was ist denn mit dem Auto los? Sieht so aus, als hättest du einen Platten. Guck dir mal den Reifen hier an. Der steckt bei mir im Boden. Aha. Gib mir mal den Schlüssel, ich kann dir da weiterhelfen. Nee, ich glaube, das ist irreparabel. Nee, das ist reparabel. Guido, wir sind im Airport. Am Airport. Für die Bullen. Wir waren ja eh schon in der Nähe. Was? Ready? Wo waren wir? Ich verstehe das gar nicht, warum ihr mich so mobben müsst. Ganz im Ernst, ich war so nett zu euch. Ich habe euch ein Repair-Kit gegeben und ihr fängt einfach an, mich zu mobben. Ja, Jungs, was machen wir jetzt? John, nur mal um der Polizei kurz Details zu geben. Welche Waffe hattest du nochmal genau? Ich hatte keine Waffe. Da kommen sie schon. Oh. Da kommt auch.
Ah, oh, da kommt er. War nur ein Heli. Jetzt sag mal, warum ihr mich nicht da haben, dabei haben wollt. Ist es, weil ich weiß bin? Komm, gib's zu. Die anderen. Warum wollt ihr mich nicht dabei haben, Jungs? Ist es, weil ich weiß bin? Du bist nervig. Ich? Ja, das ist, weil du weißt. Ich habe euch geholfen in der Not eurer tiefsten Dunkelheit, habe ich euch ein Repack gegeben. Und so dankt ihr mir, indem ihr mich aussetzt. Aus dem Ausbruch, du Affe. Was? Was für ein Affe? Hast du gerade Affe gesagt? Nenn mich nicht Affe, du Affe. Ich hab dich Affe genannt, du Affe. Willst du was, ne? Willst du was? Kopf nur. Aua, das tut weh, Mann. Oh Mann. Ah. Ja, soll ich wieder zurücklaufen, Alter. Au. Ah, nee, mit dir will ich mich lieber nicht anlegen, Mann. Ich will das ganz schön lange hier aussitzen, bis die Polizei da ist. Mit dir will ich mich lieber nicht anlegen, Mann. Nee. Nee. Da nee. Steht ja auch ALD, was für Aldi steht vor meinem Namen. Aldi? Da fehlt aber ein I bei Aldi. Ja, das passt du nicht mehr. Achso, hast du auch da deine Kleidung her? Bitte? Hast du auch da deine Kleidung her? No, das sieht auch so wunderschön aus. Ja. Hörst du den Helikopter? Okay, wir machen das so. Ich schenke dir meinen Hut. Mein Hut, der hat drei Ecken. Und dann sind wir wieder Freunde, okay? 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 Sekunde, ich muss mal kurz. Da sind sie, hier. Oh, und wo sind die? Hier, der ist der Officer. Sir? Das heißt Senior. Hey John. Was? Wo zur Hölle ist das denn? Kavala Airport. Kavala ist am anderen Ende der Dings. Boah, du hast den Wagen höher gelegt, Mann. Ja. Weißt du, wie viel das kostet, den wieder tiefer zu setzen? Nein, wie viel kostet das denn? Kannst du dir das vorstellen, Mann? Einige. Guck mal, siehst du da oben hier die... Ja, das ist Senior Officer Tobi. Was? Lustig, Kollege. Das war Senior Officer Tobi. Will der nämlich an die Eier? Mir an die Eier? Oh, du gib mir mal kurz ne. Den würde ich aber herholen, wenn er mir an die Eier will. Gib mir mal eben eine Sekunde. Ja. Ich muss mal kurz aus meinem Real Life rauskappen. Aus deinem Real Life? Okay. Hey Jungs, gib mir einen Schlüssel. Ich fahre euch, wo die Flüsse aus Honig und Milch bestehen und die Berge aus Zucker und Gold. Jungs, lasst mich rein. Drückt einmal auf U, bitte. Danke. Ganz kurz nur. Ich bezahle euch auch, Jungs. Ich bezahle euch. Jungs, komm schon. Lasst mich rein. Jungs, lass mich rein, bitte. Nebelchen? Oh. Woher kennst du diese Leute eigentlich? Ja, ich kenne die. Ich bin gerade mit denen auf Nein, woher? Kommunikationsbasierten Server gegangen. Nein, woher du sie kennst? Ich würde dir nicht trauen. Der eine, der guckt immer so komisch. Auf deinen Hintern, wenn du mal nicht hinschaust. Ja, der habe ich auch schon ein bisschen so... Ja, es fühlt sich so an, als würde der einen reinstecken wollen, wenn du gerade nicht zuschaust. Oh, warte mal. Jungs, wir machen das so. Ich gebe euch einen Deal, okay? Ihr nehmt mich mit und ich zeige euch, wo es die Drogen gibt, okay? Die Drogen gibt, ja, aber da waren wir doch gerade. Stand ja dran, Marihuana. Kann ich ja Marihuana kaufen, das weiß ich doch schon.
Nee, nee, nicht kaufen, zum selber machen, Jungs. Ich zeige euch, wo man die selber machen kann. Da gibt es das große Geld. Ja, aber pass auf. Die Sache ist die. Die sitzen gerade nämlich die ganze Zeit schon hier und reden darüber, wie sie dich am besten. Guckt euch den Depp an, ist gegen eine Oh. Planke gefahren. Oh Mann, war klar, Rifleman schon wieder. Ist das der Odi? Nee, nee, das ist Nee, das der ist der Odi. Rifleman. Rifleman! Ich bin aber ziemlich kacke hier Dachte, mitten das in wäre der der Odi. Ausfahrt. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich verstehe. Außerdem ist das hier eine Einfahrt. Die Ausfahrt ist da hinten. Wenn man dann auf einmal um die Kurve fahren Du, will, dann das ist ist man auf nicht einmal mein mit Auto. Du musst den so Nebelchen orange-schwarz anmachen. leuchtenden Das ist nicht Nebelchen mein immer Auto, ab Rifleman. hier. Das steht Ich nicht in will nichts Kacke, aber damit ich zu darf tun darauf achten. haben. Ja, Weißt du, was gut, die gemacht okay, haben? Die ja. haben mich hier rausgeworfen und haben gesagt, du musst jetzt laufen bis nach Kavala. Und dann haben die gesagt, hier, fick dich, du Die Hurensohn Sache ist und ja, deine der John. Mutter. Was? Der John, der gehört ja gar nicht zu uns. Der ist ja, Ja, ne, der ja. hat sich ja bei uns eingeschmuggelt. Der hat Nein, ja. eine hochkalibrige Waffe Ich dachte, wir und wären sagt die Freunde, ganze weißt du? Zeit, Weißt du, ich dachte, wir wenn wären ihr nicht Freunde. Freunde Ich mit mir dachte, seid, wir dann werde wären ich euch Freunde, umbringen. aber Das hat er gesagt. du Seitdem tust ist ja mir so, alles offen, als würdest du mich seitdem gar sitzen nicht wir hier mögen. im Kalten und führen uns die Ärsche ab. Ist doch gar nicht wahr. Du tust so, als würdest du mich nicht mögen. Dabei habe ich dir ein Repacket gegeben zu der tiefsten Dunkelheit deiner Stunde. Und ich habe dir den Hintern gerettet. Du weißt schon, wie ich das meine. Hört ihr das? Die Hilfeschreie aus dem Auto? Das Es ist Einzige, ja was ich nicht jetzt mein gerade Auto. sehe, ist, dass der Nebelchen ein bisschen scheiße geparkt hat. Ja, gibt's dafür eigentlich kein Ticket? Ansonsten noch, wenn Sie Oh, wollen. oh, oh, Kopf. Das ist natürlich jetzt Das in wird einer jetzt nicht gut Angelegenheit, werden. das müssen Sie gehen. Ja, erklär mal bitte. Das würde ich jetzt auch gerne wissen, Nebelchen. Ja, der So, John jetzt das Snow ist nämlich aufs brutalste bewaffnet, was er jetzt nach außen hin nämlich nicht zeigen will, da er seine Waffe im Rucksack versteckt hält. Nein, ich habe Er meine hat Waffe uns in der Hose. damit gedroht, dass wenn wir ihn nicht mitnehmen, dass er uns alle töten wird. Ich habe meine Waffe in der Hose und du weißt, was ich damit meine. Wie meinen Sie? Naja, das, was zwischen der Hose baumelt. Ich glaube, Sie wissen, wovon ich Ja, rede, er wollte Sie Tobi. sexuell belästigen, Herrn Tobi. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe nicht mal den Schlüssel. Wie sollte ich sie. Offensichtlich sexuelle Ich habe nicht mal Belästigung. den Schlüssel Herr von dem Minister Auto. Wie Tobi, soll. Das ist ganz würde mir einfach das nicht so eine gefallen. Verleumdung und Unterstellung. Für sowas gibt es die Todesstrafe, Nebelchen. Ich Sie habe werden keinen immer aussteigen. Schlüssel und die Leute, die kenne ich nicht mal. Die haben mich mitgenommen von Gabriel hierhin, weil ich ihnen ein Werkzeugkästen Sie gegeben werden bitte habe. mal aussteigen. Dankeschön. Sehen Sie Sie? müssen sich zeigen. Einer von denen hat eine Fußverletzung. Der kann nicht so schnell. Oh, was ist Ja, mit dem los? Der genau, schwebt so ja. ein bisschen. Ah, jetzt geht's. Okay, Herr Rehan, was Tobi, ich ist erkläre mal passiert? ganz kurz. Ja, okay, dann lassen wir Sie zuerst gehen. Wieso sagen Sie denn nichts? Also, Danke. folgendes. Herr Jon Snow kam eben in der Türe auf uns zu, hat uns seine Waffe vor die Nase gehalten und wollte unbedingt mit uns mit. Wir haben es dann geschafft, bis hierhin zu kommen, hatten einen netten Helikopterpiloten um Hilfe gebeten. Dieser wiederum hat uns auch im Stich gelassen. Als wir dann versucht haben zu flüchten, hat dieser wahnsinnige, brutale Massenmörder, wie ich ihn gerne nennen möchte, unseren Reifen zerschossen, den wir gerade eben im Schweiß Holzhahn unseres und Schiff geht Angesichts zurück. repariert haben. Ach du Und Scheiße, wenn Sie diesen der hat Mann einen nun Reifen, dann nun musst du das gleich fahren noch töten, hoch. und wenn Sie nun diesen Mann töten, Sorry. werden Sie ein Hochkalibergewehr in seinem Rucksack finden. Jungs, ihr Sie wisst schon, wollten dass doch auf alles Lügen die wissen. Todesstrafe steht. Was ihr nicht wisst, Und ich habe wenn Sie eine genauer GoPro hier hinsehen, oben auf meinem Helm. Also ich würde mir noch mal, ich wenn würde Sie die genauer Aussage mal noch mal hinsehen. überlegen, Jungs. Ich würde die Aussage noch mal überlegen. Überdenken. Herr Johnson, soll ich einmal kurz durchsuchen? Einmal kurz den Nein. Rucksack kurz schauen. Nein. Okay. Herr Kohler, Sehen Sie, könnten Sie? wir uns mal kurz Er was anderes verweigert die sagen? Aussage. Nee, die Kann ich Aussage mal ganz nicht. korrekt machen? Wow, das ist ein Tieflieger. Ja, mach Das mal. endet nicht gut. Ich Haben Sie sehe Herrn Kohler die seh Uhr? einen Feuerbalkon. Ich sehe einen Feuerbalkon. Ich wünschte auch. Ich wünschte auch, gucken Sie mal, Herr Tobi, was er Ihren Kollegen wünscht. Er wünscht ihnen den Tod. Kannst du mal nach vorne hier Stimmt doch gar nicht. Ich Freunde, möchte nur Feuerball sehen. Bleiben Sie Sie mal mal ganz sauber? ruhig, Ich ja. erkläre jetzt mal ganz kurz, was passiert ist. Wie